and Gentlemen, es ist wieder Zeit für das Glücksrad. Polizei gegen Dieb. Zufällige Autos, zufällige Challenges. Und werde ich alle Autos klauen oder nicht? Wir werden es herausfinden, Leute. Heute die Polizisten sind Enrico Frankreich. Ich muss dich erstmal wegfegen, Russik. Bitte feg lieber die Kriminellen weg. Dankeschön. Dann haben wir hier versteckt Amir. Okay, okay, entspannt euch mal ein bisschen, Jungs. Ihr kennt die Regeln. Enrico macht das erste Mal mit. Wir haben ein riesiges Glücksrad und werden dadurch unsere Autos entscheiden. Ich würde sagen, ich fange direkt an. Aber bevor ich anfange, Leute, wenn ihr das Ganze feiert mit Glücksrad und die nächste Episode sehen wollt, denn heute haben wir Supersportler. Wir haben eine Auswahl von 1 bis 316 Sportwegen und einer davon ist derjenige, den ich jetzt bekommen werde. Wir drehen das Glücksrad, Leute. Und guck mal, wie das Glücksrad aussieht, Jungs. Man erkennt gar nichts, Jungs. Es ist, und diesmal werde ich meine Bildschirmübertragung nicht vergessen. 273. 272. Okay, der kommt weg. 272 ist der erste Sportwagen. Das heißt, wir gehen auf Vehicle Spawner. Das ist er? Let's go, 272. Ja, den kriege ich, Bro, zum Clown. Nein! Lol. Also das, meine lieben Freunde, ist schon mal ein Auto. Das lässt sich sehen. Ein Lamborghini Super Edition. Und damit würde ich sagen, gehen wir zum ersten Polizeiauto. Wer von euch will sein Auto? Ich, wie immer. Ich habe Polizeiauto für dich, aber als erstes. Okay. Ja, okay, dann dreht sich das Glücksrad für Ami, für die erste Runde. Ich hoffe, Gutes, bitte. So ein GTA-Auto am besten einfach. Nein, boah, richtig krasser Man Lambo sieht eh nicht so. 205. Das ist ein guter, ich weiß, das ist ein guter. 204, was ist die 204? Okay, warte. Bugatti. 204 ist Müll. Nein, ist nicht Müll. Was? Was? Oh, Bro, was? Aber warte. Aber es kann nicht schießen. Es kann nicht schießen, das heißt, doch, du musst mich... Doch, warte, es hat Raketen. Ja, nee, Bro. Ja, Bro, das ist zu unfair mit Raketen. Ich kann mit Pistolen nicht schießen. Ja, egal. Was denn hier? Dann darf ich mit Raketen schießen, mir egal. Ja, nee, dann drehen wir lieber das Glücksrad nochmal. Komm, let's go. Bevor wir hier mit Raketen abgeschossen werden, können wir gar nichts machen. Heißt es jetzt lieber ein neues Auto geben. Und zwar die Nummer 130. Okay, 130. Oh. Ja, der ist nicht. Oh, jawohl, ein kleiner Drifter. Nee, das ist so ein kleiner Drifter, Bro. So ein Driftcar. Ja, okay, die erste Runde sieht schon mal gut aus. Wir finden aber erstmal raus, welches Auto ich noch klauen werde. Und zwar, diese Nummer, die jetzt kommt, ist das zweite Auto, was ich heute klauen muss. Und es ist kein geringeres Auto als die Nummer 1. Spaß. Doch, vielleicht. 316, das allerletzte, was? Was ist das denn? Das ist ein Müllauto. Oh, nee. GTA-Auto, let's go. Oh, nee, ich habe ein GTA-Auto. Ja, von einem krassen Lambo zu einem Fake-Lambo, Leute. Okay, dann finden wir jetzt erstmal raus, was Enrico sein Auto ist für die Challenge. Aber das ist gut, weil dann klaue ich einfach das Auto, wenn ihr schlechte Autos habt, und wie guten, wenn ihr gute Autos habt, so ungefähr. Ja, aber ich habe ein gutes Auto, wirst du sehen. Du hast die Nummer 129. 129. So, wir gehen auf Vehicle. 129 ist... Was ist es? Was ist es? Was ist es? Es ist... Und oh, ist gut. Nee, das ist aber nicht, Mann, der ganze. Das ist nicht der ganz krasse. Das ist nicht der ganz krasse. Ist solide. Ist solide. Ist okay, Jungs. Ich sag euch so, ihr habt auf aber jeden Fall. Aber vergiss nicht, Russik, ne? Nach jedem Versuch, egal ob du gewinnst oder nicht, Autos werden gewechselt. Ja, ist okay, ist okay. Aber das Ding ist, jetzt finden wir erstmal raus, was das letzte Auto ist zum Clown. Ich hoffe nochmal so ein Brecher. So ein richtiger Brecher. Die Nummer 172. 172 ist. Oh mein Gott, bitte, 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 172, bitte was Krasses, bitte was Krasses, bitte was Krasses, bitte was Krasses. Das wird Müll sein. Oh nee. Ja, Müll, Bro. Oh nee. Das wird so eine schwierige Folge für dich heute. Oh nee, heute wird's richtig schwierig, Leute. Unmöglich, unmöglich, Leute. Also, wir werden jetzt die Autos erstmal wegstellen und dann gucken wir, was wir hier machen, Leute, mit diesen Fahrzeugen. Let's go. So, die Autos sind positioniert. Ihr kennt die Locations. Eins in der Mitte, eins außen und das andere auch außen. Meine Aufgabe wird es sein, die Polizisten abzulenken und die Autos zu klauen. Werde ich es schaffen? Enrico.
Ja, wo? Pass auf Vögel auf. Rustik verwandelt gerne in einen Vogel. Verwandelt. Oder in eine Ratte. Oder in eine Ratte. Ja, das passt ja zu Rustik. Ja. Oh. Ja, Jungs, ihr könnt philosophieren, ihr könnt machen, was ihr wollt. In der ersten Runde muss ich sagen, ihr habt nicht die krassesten Autos. Also Amis Auto ist Müll. So schlecht ist mein Auto doch nicht. Das ist gut, Beschleunigung. Ja, es ist schnell, auf jeden Fall. Ich kenne es, das ist schnell. Aber biegen kann es nicht so gut, Leute. Abbiegen ist es leider nicht geeignet. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir erstmal... ja, hier taktisch an die Sache rangehen. Bei dem grünen Auto aufpassen. Echt? Sind da Rampen? Ja, ja, aber okay. Ist alles safe, glaube ich. Ah, so, okay. Nein. Okay. Gelbes Auto ist safe, gelbes Auto safe. Mann, jetzt einfach folgendes. Und ich geh mal zum Behauptenen. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, ich fahr mal, ich bin oben. Okay, ich bin beim grünen Auto, ist safe noch, ist safe. Ja. Gelbes Auto ist auch safe. Eigentlich. Ja, gelbes Auto ist safe. Fahr mal, komm mal zu mir, oben ist irgendwas komisch, komm mal zu mir. Oh mein Gott, bei dem Lego Auto. Ich steig ein. Lego Auto ist gut. Ja, aber bleib mal hier bei mir stehen. Ja. Warte, ich komm zu dir, ich komm zum anderen Auto. Rosa geht's mittlere! Rosa geht's mittlere! Hallo! Nein, das ist ein gelbes Auto. Wie? Ich hab mich hinter dem Dings versteckt! Was redet der? Das ist crazy, hat sich aufgeregt. Ich hab mich hinter dem Dings versteckt. Oh, ich fahr die Brücke entlang. Ja, komm. Okay, ich sag euch ehrlich, ich habe das erste GTA-Auto jetzt genommen. Ich hoffe, es ist nicht so schlecht. Ich muss Kurven fahren. Wir wissen, Amis Schwachstelle sind Kurven. Das heißt, schön viele Kurven mitnehmen einfach. Ja. Okay, also ich glaube, er hat mich noch gesehen. Ja, jo. Er ist hoch, ja. Ja, ich weiß. Es sind nicht die besten, ja, stimmt schon, aber ich habe auch nur ein GTA-Auto, Bro. Ja, aber so kriegen wir dich. Oh mein Gott. Er fährt auf der anderen Seite! Ja, ich hab ihn gerade. Oh mein Gott, was war das denn für ein Drama? Ja, okay, das war's. Ich bin so dumm gefahren. Wieso fährt ihr auch nach oben da plötzlich entlang? Tja, weil wir die Strecken auswendig kennen, Alter. Oh mein Gott. Wir sind GTA. Ich glaube, Amis Auto ist dafür extrem schnell. Oh mein Gott. Fertig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, NPC, du kleine 31er. Du kleine 31er NPC. Nein, oh mein Gott. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ist das wieder eine spannende Verfolgung, Leute. Wir müssen uns jetzt wieder voll konzentrieren, weil das Ding ist, wir haben einen kleinen Vorteil, dass unser Auto vielleicht ein bisschen wendiger ist als den, aber ihr ist viel schneller. Er ist links gefahren. Ja. Okay. Ich weiß, ich hab das nicht vorne. Okay. Nein, mein Auto! Wir müssen einfach nur gut fahren. Bro. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, das ist taktisch super. Ich seh ihn hinter uns! Ja, ich dreh. Er ist hochgefahren. Ja. Ich wusste, dass du wieder irgendwo hochfahren willst. Ah, vielleicht benutzt er gleich einen Jump oder so. Hier drüben gibt's einen Jump. Vielleicht. Ja, er ist da bei diesem. Ah, warte, Industriegebiet. Unten. Besser. Bro, da, wo die Tuning-Werkstatt ist. Da. Da. Okay. Was? Niemals! Oben drüber ist doch dieses Ding. Oh mein Gott, wie? Und jetzt kriege ich noch einen Plattenreifen. Oh mein Gott. Ist das unfair? Ist das unfair? Wichtig. Oh mein Gott, was war das denn? Wieso beide wie Kakerlaken? Zwei da. Ich kann nicht mal abbiegen. Nee, das war's. Das Auto ist so Schrott von mir. Das ist super. Ey, das ist super, dass ihr... Dass ihr auch genauso Probleme habt beim Kurvenfahren. Fährt auf Autobahn hoch, Autobahn. Digga, ich hab so Kurvenprobleme. Ich kann nicht mehr abbiegen, Mann. Mir liegt gar nichts mehr. Ich kann nicht mehr abbiegen, nix. Du musst den abschießen, dass dein Auto explodiert. Ja, warte, schieß. Digga, ist das so... Er dreht wieder um. Es ist so brained. Digga, das gibt's nicht. Es ist so schlecht, mein Auto fährt halt nicht mehr. Das ist geil. Unser Auto braucht auch so lange. Ja, bei mir ist die ganze Frontschütze weg. Bro, fährt da raus? Er fährt geradeaus. Bro. Das ist es. Der wird sehen. Er ist runtergejumpt, rechts! Er ist runtergejumpt! Okay, warte, ich jump auch! Ja! Oh nein! Ich bin zu weit gejumpt! Jawohl! Beide zu weit! Guck nach hinten! Bro, nein! Das gibt's nicht. Ich glaube, ich wieder hier gejumpt. Wegen sie hier jumpen sehen. Ich glaube, ich mach den Jump so gut wie er. Hast du? Hey, der ist auf mich runtergeknallt! Der ist doch hier unten! Oh mein Gott, wieso hast du es gesehen? Das ist ja so smooth. Weil ich gegen Dings geknallt bin, Bro. Ich bin gegen diese Dings. Ey, warte, wo ist der eklige Alter? Ich fahre keine Station lang. Ja. Okay. Na, ist bestimmt hier irgendwo. Ich jump hier irgendwo. Wo ist der? Wo ist der hin? Ich seh ihn nicht mehr, Bro. Er hat safe voll irgendeine Abbiegung wieder genommen. Bro, nein. Ich bin extra hochgefahren. Ich dachte, ich sehe ihn, aber ist er nicht.
Ich sehe nicht mehr. Ich glaube, er ist weg. GG. GG, Jungs. Ich hab's einmal mit einem GTA-Auto geschafft. Das Lustige ist, ich hab gerade noch Enrico sogar gesehen. Was? Ja, das, hä, wie? Ich bin doch erst hochgefahren. Ja, genau dich hab ich da gesehen, Bro. Ey, Jungs, ich glaube, ich hab den Outplay-Move gemacht. Ich hab mich einfach umgedreht, bin an Ami vorbeigefahren, er ist geradeaus durch. Und dort an der rechten Kanalisationsding war ich und bin entkommen. Guck mal, das Ding ist, ihr könnt euch zu mir porten. Ich glaube, hier werdet ihr mich niemals finden. Das war's. Ich park das Auto. Ey, da ist er! Hast du ihn? Spaß. Gut, ja. Jungs. Mann. Guck mal, wo ich bin. Ja, okay, nee. Oh mein Gott, ja. Das erste Auto mit Ach und Krach geklaut, Leute. Das war verdammt schwer. Egal. Aber ihr kriegt neue Autos und das heißt, let's go zum Glücksrad. So, Jungs, Paul Berger hat das erste Auto geklaut und somit bekommt ihr jetzt eure Autos. Ich mache euch Bildschirmübertragung an, aber danach wird sie wieder aus sein. Für wen drehe ich gerade das Glücksrad? Für wen ist der erste? Für Amir. Okay, für Amir. Wir haben für dich, Amir, die Nummer 66? Niedrige Zahl. 66, ja. Okay, da bin ich auch gespannt. Nummer 66. Niedrige Zahlen sind die Babako. Oh, Corvette. Oh. Ja, das Babako, ich hab's gewusst. Geht. Niedrige Zahlen geht. Sind immer gut. Ist jetzt nicht so. Geht. Ist so lala-Ding, würde ich sagen. Gucken wir mal, was Enrico bekommt. Guck mal, das Ding ist, in diesem Glücksformat kann ich echt sogar schaffen, alle draußen zu klauen, ohne dass ich ein Leben verliere, wenn ich Glück habe. Und ihr Pech habt, gesagt. Wenn ihr Pech habt einfach. Wenn jetzt Enrico ein schlechtes Auto hat, habe ich gute 80. 80. 80, Junge. Was ist die Nummer 80? Bitte. Es ist... Ja. Oh nein, was ist das denn? Das war die 81, oder? Wie? Nee, 80 hatte ich, 80. Ich hab du bist gespawnt, Bro. Doch, hier, ich bin drin. Bist du nicht? 80? Ja, ich glaube, du hast gerade 81 gespawnt, Rosek. Wie? Oh, nee, der 80, Cheat 80, nee, 80. Ja, okay, schade. Ist die 80. Aber das ist Boost, ey. Nee, aber ich sag euch so, wie es ist. Bro. Das sieht schon mal wieder nicht schlecht für mich aus. Also, ja, ihr habt jetzt wieder nicht die besten Fahrzeuge. Es sieht gar nicht gut aus. Geht erstmal patrouillieren, ich verstecke mich und dann geht's weiter in der nächsten Runde. Let's go. So, Jungs, ich würde sagen, ein Auto weniger, alle Leben noch am Start. Das hört sich doch schon mal super an eigentlich, ne? Oder was meint ihr so? Also das Ding ist, ich habe jetzt extra auch das mittlere Fahrzeug geholt, damit ihr schön ein bisschen Strecke zurücklassen könnt. Oh. Bro, warum explodieren hier Sachen? Ja, Bro, war ich aus Versehen, sorry. Warte mal, wir explodieren Sachen, Bro. Bro, das war aus Versehen, sorry. Du, hier explodiert alles, Bro, was das, passiert das hier? Das war aus Versehen, Bro, sorry. Okay. Aha. Lego-Auto ist safe, Amir. Ja, warte mal. Warte mal ganz kurz. Mir fällt hier irgendwas komisch auf. Digga, sag ich dir ehrlich. Bei dem Lego-Auto? Mhm. Ja, okay, dann gehe ich mal zum anderen Auto. Ich sag euch so, wie es ist. Es wäre viel besser sogar zu wissen, dass ich jetzt gerade in das erste Auto einsteige. Du steigst schon ein? Ja. Warte. Ich steige in das erste Auto ein. Ja. Also, das Ding ist, die Autos gefallen mir nicht, Russik, weißt du? Wieso? Da läuft einer. Also, wenn du jetzt neben verlieren würdest, Russik, dann dürfte ich doch bestimmt... Oh. So, warte. Ich hab dich, Russik. Ich hab dich. Da steigt dann ein! Da steigt dann ein! Du bist das hier, Russik. Hast du irgendwelche letzten Worte? Bro, ja, keine Ahnung. Hasta la vista, Baby, oder so? Okay, dann würde ich sagen... 3, 2, 1. Was? Wieso schießt du mich ab? Ja, Digga, ich wusste, dass du es bist, Rustig. Ein Leben zurück! Woher? Let's go, Digga, Bro. Rustig, aber nicht umsonst Detektiv. Aua. Wie umsonst Detektiv? Woher? Ja, Digga, ich hab's gerochen, du stinkst. Wie? Ich stehe hier random an einem Pfosten, so in der Ecke und er schießt mich einfach ab. Keiner steht so. Ja, ich hab die doch einfach gespawnt. Vielleicht ist einer daneben gespawnt. Ich habe Bildschirmübertragung an. Oh mein Gott. Das ist so schlecht. Oh mein Gott, ich hab's wieder vergessen. Das zählt nicht. Neue Autos! Leute, was ist das denn? Ich hab wieder... ich mach euch keine Bildschirmübertragung rein. Ich sag euch ehrlich, ist egal. Guckt jetzt... Okay, warte. Ich dreh... Mach uns Bildschirmübertragung rein. Nee. Aber dein Leben behältst du. Aber wir kriegen neue Autos. Ja. Alter, was war das denn? Ja, okay. Wenn ich mein Leben beende... Okay, dann habt ihr halt geschummelt, um euer Auto zu changen. Ist okay. Nö, wir haben nicht geschummelt. Ist okay. Benutzt, ist okay. Als Officer, was da ist. Ja, okay. Ich dreh jetzt... Oh mein Gott, ich hab... So.
Ey, könnt ihr mich bitte dran erinnern, die auszumachen? Ja, okay, ja, dann kriegt Arme jetzt das neue Auto und es ist die Nummer 218. Was ist die Nummer 218? Oh mein Gott. Ey, Arme, du hast uns gerettet, ne? Oh mein Gott, es ist wirklich das Auto. Oh mein Gott, was ist das denn? Okay, nächstes Rad. Ey, das war ja so... Ich denke, dass ich gecheatet hätte. Das war ja so ein Cheaterei wieder. Ihr könnt doch auch korrekt sein. Das war schlau. Auch schlau. Dass ihr einfach sowas mitmacht, Leute. 27. Hoffentlich kriegt der Rico wenigstens so einen Müllwagen. Nein. 27 ist die... Oh, okay. Ja, RGB, let's go! So, Bildschirmübertragung ist aus. Ich werde mich verstecken gehen. Ja. Ja, ist RGB. Okay, ich verstecke mich. Let's go. So, ich sag euch so, wie es ist. Diesmal keine Bildschirmübertragung. Diesmal werde ich einfach das Auto jetzt neben einsteigen. Fertig. Gar keine Faxen. Nee, ich hab geguckt, Bro. Alles gut. Guck mal, ich steige jetzt einfach ins Auto ein. Warum habe ich einen Schuss im Kopf? Lol. Ja, hier läuft die ganze Zeit so ein Gangster rum. Guck mal auf meine Stirn. Hast du mir den Schuss verpasst oder jemand anders? Wo? Ja, bei Enrico gerade. Hast du mit den Schuss verpasst, Enrico, oder jemand anders? Er muss hier oben sein. Er wird niemals zugeben, dass er unten bei dir ist, Enrico. Na, siehst du seine Stirn? Ja, ich sehe den gleich nicht mehr so. Ja, aber hast du ihn jetzt abgeschossen oder jemand anders? Nein, ich war das nicht. Ach so. Bro, okay. Nein, ich komme nicht mehr weg. Dann war es vielleicht das Kind, das so ist, Bro. Was soll ich dir sagen? Hey, warte mal, wer ist das da hinten? Ja, Bro, was weiß ich ja, dass da hinten ist, Bro. Was soll ich dir sagen? Warte mal, eins, zwei... Ja, Bro, was soll ich dir sagen, Bro? Bro? Enrico? Hallo? Er redet nicht mit dir, der mag dich nicht. Er hat Disconnect, oh mein Gott. Hä, oh. Alex? Boah, er hat Lex. Oh mein Gott, meine Chance. Alex? Alex? Enrico? Enrico, komm mal. Nein! Enrico, du lagst. Yes, yo, ich lagge nicht, Jungs. Enrico, du... Ey, Armin, warum löscht du das? Warum löscht... Ich wusste doch, die ganze Zeit, dass du da bist. Aber wieso löscht du das einfach auf unkorrekt? Bro, bleib stehen, Polizei! Nein, wer sagt das? Du müsstest ja einmal... Oh Gott, ist das... Oh mein... Ja, GG. Bro, das macht ja gar keinen Spaß. Was hat er für ein Auto? Alter, zuerst Bildschirmübertragung, Schummlerei, jetzt so ein Auto. Ja, GG. Oha. Wie... Hey, was ist das für ein Jump? Was soll ich denn da machen, Freunde? Ich glaube, er ist weg. Was? Nee, er ist unter uns. Ich weiß. Bro, guck mal, wie schnell er ist. Guck mal. Digga, und jetzt Platte 3. Digga, kann ich wenigstens meine Reifen reparieren oder so? Nö. Digga. Ich will ihn ein bisschen mobben, Leute. Ey, ich kann da nichts machen, Leute. Guck mal, ich habe auch den kleinen Camper gesehen. Ich wollte extra die Bilder platzieren, dass du wieder oben rumfahren musst. Aber nein, er ist so... Ich hab's gesehen. Aber man hat die bei mir gesehen. Trotzdem 31er, das ist einfach sie löscht. Aua. Nein, er kommt weg. Bro, ich komm nicht mehr. Ich hab zwei platte Reifen. Das Auto fährt nicht mehr. Digga. Das Lego-Auto und den kommt noch, Junge. Nein, komm ich nicht. Er ist hinter mir, doch. Ja, wir sind beide hinter dir. Mann, ja, ist das schlecht. Die Polizeiarbeit ist heute sehr entspannt, ne? Mann, ist das schlecht. Digga, das fährt... Ja, Bro, mein Auto fährt halt nicht. Was soll ich machen? Upp. Oh Gott. Du hast in die Tankstelle reingefahren. Bro, das wäre. Digga, könnt ihr wenigstens meine Reifen in Ruhe lassen? Nö. Aua, nicht mich. Au, wer schießt mich denn ab da? Ich bin ein Gangster. Ich nicht. Irgendein Gangster. Ey, habt ihr Gottmutter in den. Digga, ich häng fest. Ey, wieso schießt er zurück? Ey, ich kann. Guck mal das an. Ja, okay, eingesperrt. So kommst du nicht mehr raus. Pech gehabt. So, hier stehen geblieben. Boah, ich komm da echt nicht mehr raus. Ja, das war's mit deinem Lego-Auto, Alter. Darf ich das auch mit Glücksrad wechseln, das Lego-Auto? Nein. Nee. Egal, ihr dürft eure Autos jetzt eh wechseln, ein Leben weniger. Das kann nicht sein, das war echt unmöglich, mit dem Auto zu entkommen. Let's go. Also ich hoffe einfach, dass ihr jetzt die schlechtesten Autos bekommt, die man bekommen kann. Und zwar, Ami fängt ja natürlich an. Ich habe gerade keinen Bildschirm, obwohl ich mache euch Bildschirm an. Bevor es heißt, ich schummel oder sowas. Ja, ist doch an, 262. 262 ist... Baba-Wagen. Ja, geht.
Oh, ist ehrlich ein gutes Auto. Tailgate ist das, glaube ich. Naja, ist längst schlecht. Ist okay. Ist nicht so super, würde ich sagen. Das nächste Auto für Enrico Frankreich, bevor ich die Bildschirmübertragung sofort ausschalte, Enrico Italia, Junge. Ist 308. Kein Knutsauto. Okay. Ich war noch selber, Enrico. Ich vertraue ich, wusste ich nicht. Hier. Bitteschön. Ja, ich vertraue. Das ist ein gutes Auto. Ist doch, okay. Das nehme ich gerne. Mm. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe mich verstecken. Let's go. So, Jungs, ich habe mich wieder versteckt und ich sag euch so, wie es ist. Es ist auch irgendwann mal Sense. Es reicht auch irgendwann mal. Und zwar muss ich jetzt zu den härteren Sachen greifen. Und zwar werdet jetzt einfach alle Autos abgesperrt. Das reicht mir dann auch. Irgendwann mal wird auch alles abgesperrt. Nein, hier. Gar nicht. So, das erste Auto absperren. Dann wird auch das zweite Auto abgesperrt. Noch. Zack, zack. So, zack. Einfach mal auch die Absperrung machen. Ich kann da nicht mehr raus, Bro. Nein, weg hier. Digga. Mhm. Wie bist du hier reingekommen? Mit der Rampe? Ja, eingefahren, ja klar. Aha. Bro, wir safe mit Rampe wieder da drüber springen und so. Okay, dann war es das jetzt mit Amir. So, hier, einmal hier. So. Hä? Ey, ich hab ein bisschen gelacht. Ja, okay, warte. Dann mach ich das. Ja, ich hab die doch nur weggezogen, hab die nicht mal gelöscht. Ach so. Oh, Entschuldigung. Aber du hast die Collision Free gemacht. Nee. Muss zählen. Ey, Digga, nee. Ich back rund. Ey, ich back weg. Oh mein Gott, das ist meine Chance. Das ist genau jetzt meine Chance, einzugreifen. Genau in diesem Moment. Ist das Auto safe, Amir? Ist das Auto safe? Ja, okay, dann geh ich wieder zurück. Ist das wirklich. Ja, ist das wirklich. Er ist eingestiegen, lol. Ist das wirklich. Digga, es kann doch nicht sein, dieses. Ich gebe mir gleich schusssichere Reifen bei dem Auto. Ich sage. Warte mal, ist er drin? Nee, ich bin draußen, Rico. Bleib noch bei. Guck mal noch, ob der Lambo da ist. Guck mal noch, ob der Lambo da ist, Bro. Nee, ich folge Armin lieber. Ich guck lieber, ob der Lambo da ist. Ich glaube, der ist weg. Oh, Bro, denkst du bitte! Bro, er fährt. Boah. Er ist links rumgeflogen im Berg. Ja, das war echt ein krasser Bounce, muss ich sagen. Kommt der hier die ganze Zeit rum, oder was? Vielleicht hat er mich sogar gerettet, der Bouncer. Also ich muss einmal auch die Ente auspacken und zwar einfach Offroad zu dem Lucky Strike, weil Offroad verliert man sehr schnell Menschen. Ja, und Offroad bin ich schlecht, ey. Echt? Sind eure Autos schlecht, Offroad? Ja. Warum atmest du so durch, Amir? Hast du mich wieder gesehen und bist du hinter mir oder wo bist du? Nee, keine Ahnung. Guck doch nach hinten. Siehst du mich? Nee. Amir, ich toggle dich. Ja, also. Ja, er ist drüber gejumpt. Wie drüber gejumpt? Wo drüber gejumpt? Ja, über so einen Hügel. Ich seh ihn. Wir sind. Digga, warum ist er. Ich war die ganze Zeit hinter dir. Das kann doch nicht sein. Oh, ich hab immer wieder ein Popo gesehen überall. Digga, und ich hab wieder einen Plattenreifen. Oh mein Gott, ist das nervig. Der rastet noch aus hier. Bro, ich bin eigentlich dafür, dass ich auch ein neues Auto drehen darf, wenn ich mit einem Auto verloren habe. Nur wenn du zwei Leben dran verlierst, dann ja. Mann, das Auto ist doch unmöglich. Was ist das für ein Auto? Ich bin hinter ihm noch. Digga, was ist das für ein Auto? Das lässt sich ja gar nicht fahren. Sag niemals nie. Digga, das. Er hat auf mich geschossen. Nein, das war ein. Ey, das war einer von der Gang. Ich weiß wirklich. Ich hab dich gerade ein paar Mal getroffen. Ja, wie soll ich mit dem Auto entkommen, Mann? So, darf ich nicht alle Reifen kaputt? Ja, ich auch. Guckt euch das Auto mal bitte an. Ey Leute, ich will ein neues Auto. Guck mal, wenn ihr bitte. Guckt euch das Auto! Ich kann damit nichts machen, nichts! Das ist ein Lego-Fahrzeug, das soll Lego spielen, nicht auf die Straßen! Ja, komm, das auch neu so. Wir haben Leben davon abgezogen, ein neues Auto. Ja, alle kriegen ein neues Auto. Das Lego-Auto wird ausgewechselt. Ich habe nur noch ein Leben wegen diesem verdammten Lego-Auto. Das macht alles kaputt. Ja. Alles. Als erstes für mich einfach oder für euch? Ja, zeig aber erst Rad. Hab ich. Ja. Oh, nee. Digga, ich vertraue dir nicht. Hab ich. Ich hab schon. Mal Rückgrat. Ja, aber ich sag nicht, ich hab schon. Man sieht's doch. Ihr seht es doch, oder? Ja. Die Nummer 76. Oh, bitte. Ja. Bitte, ich habe zwei Leben mit dieser Drecks-Zufallskarte verloren. 76. Nein. Was? Ja. Oh mein Gott. Ich habe einen Polizei-Bugatti. Aber geht, der ist nicht so krass. Okay, aber besser als Lego. Und ein Polizeiauto. Das ist ja cool. Okay, nehme ich mit. Ich will das kriegen.
So, dann. Ja, eigentlich viele Arme würde Auto. Arme kriegt jetzt das nächste Auto. Ich muss jetzt unbedingt gut klauen, Leute, sonst ist Feierabend für mich. Und das bedeutet, jetzt ist die Nummer. Oha, kleine Nummer. Nummer 6. Ne, 5. 5? Oh, Huracan! Ja, ist geil, okay. Huracan ist krass. Ist ja, okay. Ist okay, kann man machen. Hey, der ist Baba. Und Enrico bekommt die Nummer 156. Warte mal, wir gucken mal, was du bekommst. 156 ist... Mambo, Mambo. Bitte was Schlechtes jetzt einfach. Oh mein Gott, La Ferrari. Ja, aber Ferrari, oh mein Gott. Der ist ja der brutal. Beste Ferrari auf der Welt, Alter. Bro, der ist brutal gut. Ich bring das Auto weg und versteck mich. Rostek hat keiner, nur ein Leben. Ich hab nur noch ein Leben. Ich hab nur noch ein Leben. Alles liegt bei diesem Leben. Okay, Freunde, ich tue mich verstecken. Let's go. Okay, Jungs, ich sag euch ehrlich, der LaFerrari von Enrico ist ziemlich stark. Das bedeutet, ich muss jetzt Enrico erstmal aufhalten. Ey, du musst und jetzt muss ich in dem Moment richtig die Zeit nutzen, um etwas zu klauen. Weil LaFerrari ist... Ey, also ich sag dir... Ich bin jump zu weit. Oh, was macht der da die ganze Zeit? Bro, warte. Der zieht die ganze Zeit mein Auto und will mich zum Explodieren bringen, der Eklige. Wie sollst du zum Explodieren bringen? Ja, mit deinen Explosionen, die du da verursachst. Oh, ich komm hier raus, nice. Ja, mach doch deine Explosion weiter. Wo ist der Polizei-Dings da unten? Boah. Ne? Was? Polizeiauto ist noch da, oder? Nein. Ist hier. Bro, was hast du wieder für ein Auto? Da ist er, da? Digga. Ist hier. Bro, er kommt hier nicht rüber. Nein, er fährt. Hä, was macht der da? Keine Ahnung. Bro, er kommt hier nicht mehr raus. Es gibt nur diesen Weg hier. Digga, ja, dann viel Spaß dabei, Bro. Hör? Was geht, Rostek? Digga, was ist das für ein Auto? Ich hab gesagt, Huracan ist OP. Oh mein Gott. Okay, jetzt volle Konzentration. Jetzt Sirene anmachen, damit die mich hören. Spaß. Kann ja nicht. Bro, er macht schon wieder diesen Jump. Er ist leicht abgebogen hier. Er fährt auf Autobahn. Digga, NPC, weg mit euch, NPCs, weg. Digga, da... Digga, er hat einfach ein OP-Huracan, Digga, und feiert sich noch dafür. Nein. Oh mein Gott. Ich bin da. Bro, was ist das für ein Auto? Hast du irgendwie Multiplier geschummelt oder so? Nein. Schnell. Der ist schon immer so OP gewesen. Echt? Ja. War echt OP. Woher die Energie? Komm nicht voran, Digga. Bro, wie soll ich diesem Huracan entkommen? Und du hast voller Fahrer. Digga, Er dachte, LaFerrari ist krass, Bro. Bro, LaFerrari ist krass, aber dass der Huracan so gut ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Digga, ich hab Guck mal, wie schnell ihr seid! Ich hab über Hälfte vom Gas gegeben! Haha! Digga, wie soll ich hinkommen? Was macht der denn da? Wie soll ich hinkommen? Aber er will den Jump auf die Dings machen, auf der Autobahn. Ja, er macht einen Jump. Oh mein Gott, das ist es. Nein, das nein, ist nein, es auch nein, einfach. Nein. Das ist genau wie ich entkomme. Das ist es auch manchmal. Bro. Nein, ich bin auf Fußballfeld gelandet. Wo ist er? Ich bin auf Fußballfeld gelandet, ist irgendwie hier hochgefahren. Warte, ich fahr Richtung Casino. Mhm. Fahr Richtung Casino, Bro. Der eklige. Hä? Keine Ahnung. Hä? Keine Ahnung, der ist. Hä? Mama, hier gibt's Untergrund! Nein, Bro. Bro, wenn er jetzt da wirklich... Dann ist er aber weg. Nein, Bro, es gibt 1000 Tunnel da unten, ne? Weiß, es gibt die Toilette auch und so. Da ist die Toilette. Denkst du echt? Scheibenkleister. Ja, ich geh jetzt da runter. Ich guck. Bro. Oder keine Ahnung, wo der ist. Ihr könnt also muss gehen. Also entweder der ist irgendwie komplett durchgefahren Richtung Norden oder der ist eine Dings, keine Ahnung. Er kann auch schon Flughafen fahren. Bro, ihr könnt ja Kanalisation gehen, das ist kein Problem. Ja, fahr ich auch, ich bin schon drin. Ja, dann versuch mich mal zu finden da drinnen, falls ich sollte. Ja, wir gucken jetzt, ob ich die finde oder nicht. Oh, der wird niemals sagen, dass er da drin ist, wenn er... Bro, ich weiß nicht, aber das Ding ist, das war echt ein guter Call von Armin, sag ich dir ehrlich. Ja, dann guck doch mal. Ist doch gut. Hey, ich guck ja es auch. Gibt ja nur für jede Ecke hier rein. Es gibt ja nur 50.000 verschiedene Tunnelausfahrten. Nein, so gibt's so das Ding gar ist, nicht. Das Problem ist bei der Sache ist, sobald ich einfach aus dem Tunnel rausfahren würde, wenn ich drin wäre,
Und dann, Naja, keine Ahnung, wo der ist. Also ich gebe auf, bringt nichts. Schade. Enrico, gibst du auch auf, mein Lieber? Also, ich sag's mal so, bis jetzt habe ich den nicht gefunden. Nee. Okay, also ja, ist es ein Aufgeben? Der ist Safecall schon traurig. Wenn wir der ist wahrscheinlich irgendwie im Norden oder so. Jungs, ihr dürft alleine hier gezogen. Komm, Porte Digga mal zu mir. Ich hab euren Job erledigt einfach. Ich hab einfach euren Job erledigt, Leute. Ich bin in PD reingegangen. Kleiner ich bin mit dem PD Bugatti im PD, Leute. Und ja, damit geht es ins Finale. Mit dem letzten Roller, mit dem letzten Leben, mit dem letzten Lamborghini. Let's go. So, ich mache jetzt Bildschirmübertragung wieder an für euch, meine kleinen Rolling Stones. Amis erste Auto, beziehungsweise das letzte Auto, weil dieses Auto ist das letzte. Wenn ihr jetzt Müll bekommt, freue ich mich. Wenn ihr gute Autos bekommt, bin ich am. Hab ich ein Problem. 141. 141. Bitte, 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 bitte fürs Finale. Ja, aber der ist nicht so. Er ist schnell, aber er ist nicht so wendig. Ich sag dir, wie es ist. Und das letzte Auto bekommt jetzt Enrico. Ich sag so, guck mal, wenn jetzt Enrico noch ein Lambo bekommen würde, wäre es auch lustig, weil dann hätten wir ein Lambo. 199 oder 200? 199. Okay, das war's. Glücksrad gibt's nicht mehr. 199 ist. Sekunde, das dauert ein bisschen. 199 ist. Bro, das gibt's doch nicht, Mann. Das sieht für mich sehr gut aus. Ich gehe mich verstecken. Finale Runde, let's go. Okay, Jungs, ich habe mich wieder versteckt. Es wird wieder Zeit für das Ende der Enden. Das Finale des random zufälligen Dingers. Wo das Glücksrad wirklich alles machen kann mit einem und man nicht weiß, was mit einem passiert. Deswegen werden wir auch gar nicht so lange rummachen. Ich werde jetzt einfach ins Fahrzeug einsteigen, sobald Enrico hier verlässt. Und let's go. Was geht hier ab? Was geht hier ab eigentlich? Auto. Oder rennt einer? Steigt einer ein? Ja. Fährt aber wieder nicht los. Wieder so ein komischer NPC von mir. Was? Der, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Egal, dann knall die doch einfach ab. Nee, das ist ein unschuldiger Mensch. Ey, 10 Sekunden. 3, 4. Unschuldige Menschen abgeknallt einfach. 6, 7, das kann doch nicht sein. 9, 10. 1, 2. Kann nicht sein, Jungs. Kann echt nicht sein jetzt. Wo hast du gerade verloren? Egal, ich bin eingesperrt. Hallo! Ja, okay, ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich helfe dir raus, Bro. Wenn er ihn wollt. Ey, da steigt er rein, da steigt er rein! Das ist wieder ein NPC, Bro. Spaß! Bro, der fällt weg, nein! Ey, das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. So ein ekliger. Er sagt doch so, ja, das NPC. Ja, von wegen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das Auto ist schnell. Das Auto ist tatsächlich. Ey, das Auto ist gut schnell. Oh mein Gott. Meins auch. Gott. Was geht bei dem Auto ab? Bro, was geht bei dem Auto ab, Jungs? Das ist doch ein Finale. Das ist doch ein Finale. Mit dem Lambo Super Elektrofahrzeug. Er fährt auf den Gleisen, Ja, sag's nicht, ich hab's gesehen, hätte ich nicht sagen dürfen. Ah, shit. Digga, ich hab einfach meinen Kollegen und meinen Penner noch als Beifahrer. Er ist hier unten, Kanalisation. Ja. Aber fährt in andere Richtung wieder. Er wird gleich Safecall jumpen. Pass auf, was wir drauf machen. Ah, gut, es hat Bildschirmübertragung an. Nee, hab ich nicht. Hab sogar aber jetzt das Reflex hingeguckt. Ja, ich weiß, das war mein Ziel. Oh mein Gott. Ey Jungs, ich glaube, das letzte Auto war echt das entscheidende Auto. Dass ich mir das zum Ende... Sollen wir ja noch sehen, Alter! Ja, wo bin ich denn? In GTA! Irgendwo! Warum hustest du so? Toggle mich. Ja, ich toggle dich. Warum hustest du aber so? Einfach so, ich bin krank. Ich will gute Besserung. Sag mir gute Besserung, Rustig, bitte. Nee. Nee, Bro, ich fahre jetzt wieder eins gerade. Ich auch. Bro, ich auf jeden Fall. Niemals, hört er mich. Niemals. Das Auto ist zu schnell, Bro, es tut mir leid, Bro. Nein, Bros. Und das Ding ist, Enrico kommt gar nicht hinterher mit seinem GTA-Wohnmobil. Bro, Alter, aber das Auto ist geisteskrank. Jungs, es tut mir leid. Es tut mir auch wirklich leid. Aber ich habe am Ende halt nochmal einen kompletten Gamechanger bekommen. Aber es muss doch irgendeinen Hinweis geben, wo er ist, Junge. Ja, ja. Willst du uns einen Tipp geben, Russig? Ja. Gib mir einen letzten Tipp. Ich gebe euch einen Tipp. Wollt ihr den hören? Ja, Bro, ich habe ein Müllauto, bitte. Ja, okay, ich gebe euch einen Tipp.
Leute, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Der letzte Lambo hat alles entschieden. Ich bin bei der Kramix Performance und damit ciao mit au.